Und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Ark. Beim letzten Mal haben wir uns gebührend vorbereitet, hoffe ich. Ich habe den Bogen noch mit. Der macht ja auch Gewicht. Muss auch mal gucken, was ich noch da unten drin habe. Hier, kommt alles da rein. Tintoberries. Können wir Menschen noch einem lieben Gonzo geben. Das lasse ich mal auf der Null. 36 ist ja zu warm, oder was? Mein Gott. Kann ja auch anstellen. Das spoilt noch. Na toll. Gut. Ja, was soll ich denn machen? Ich kann jetzt noch kein... Obwohl, warte mal. Wir können ja schon mal mit dem arbeiten, was wir haben. Wo haben wir das denn? Ich habe doch hier mal ich habe das alles gar nicht gelernt. Verdammt. Was kann ich denn hier schon lernen? Bullet. Ein Chitin-Helm. Dafür bräuchte ich einen Hide-Hut. Wo denn? Bin ich blind? Hide-Pants. Hide Boots, Hide Head. Learn. Chitin. Pants. So ein Ding wäre, glaube ich, nicht schlecht. Da bräuchte ich mein Hide Shirt. Wir werden auf unserem Weg wahrscheinlich eh noch ein paar Level erschließen. Von daher ist das jetzt kein Drama, wenn wir die gerade so ein bisschen verballern. So, jetzt haben wir noch 19. Das wird trotzdem hoffentlich reichen. Muss mal eben schauen. Was brauchen wir für so ein Outfit? Was ist denn? Ich habe das doch jetzt gelernt. Hä? Hide Head? Hä? Ich habe doch... Da, hier, Chitin. Ah. Verzeihung, meine werten Zuschauer. Uff, Gott, meine Maus ist zu empfindlich. So. War nicht hier drin. War nämlich hier drin. Nehmen wir mit. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Eventuell brauchen wir noch Fiber. Das hätten wir aber auch relativ nah in der Kiste. Ja. I'm overheating. Ist der Ofen noch an? Tatsache. Jetzt ein Metallstück rausgekriegt. Gut. Also. Das kommt erstmal mit da rein. Armor. Chitin. Chitin Helm. 15. Lässt sich machen. Craft. Craft. Sehr schön. Packen wir die jetzt erstmal hier rein. Dann haben wir wenigstens schon mal etwas an besserer Rüstung. Gott, sieht das dämlich aus. Und jetzt machen wir uns mal wirklich gemütlich auf den Weg. Gemütlich heißt, ich muss wieder vorlaufen. Wassertanken brauche ich jetzt nicht. Kann ich aus dem Säckchen trinken? Kann ich. Tatsache. Fühlt sich wahrscheinlich nicht wieder auf. Gonzo macht fröhlich mit. Wäre schön, wenn wir auf dem Weg jetzt doch mal ein paar Käfer finden. Die können wir nämlich zu weiteren Panzern verarbeiten. Oder ähnliche. Die Nacht senkt sich. Boah! Gonzo ist gut. Raw Meat. Igidigit. Was hast du hier noch so gekillt? Drohne. Wo hast du die Viecher hingeschleudert, sag mal?
Medizin. Mensch, Gonzo, du bist schon ein Brecher, wa? So. Wir laufen in die richtige Richtung. Das freut mich doch sehr. Jetzt müssten wir irgendwo an einem Inselausläufer rauskommen. Das Ding ist, wir müssen da vorne hin, glaube ich. Ne, wir müssen mehr nach da. Kommen wir da unbehelligt runter? Gar nicht, bin falsch abgebogen. Gut, müssen wir halt hier oben. Hier so hoch runter gehen. Ich fress mal was. Sehr gut. Strom hat hier irgendwas rum. Nein. Gut. Gonzo nicht zu nah an der Klippe halten. Aber Gonzo kommt gut klar. Jetzt ist auch, glaube ich, der Punkt erreicht, wo ich mich langsam mal lieber auf den drauf sch... Aha. Er hat sein Level up erreicht. Gut. Jo. Wir wollen ja einen Tank aus ihm machen, also erstmal auf Health gehen. Machen wir dann hoch bis, was wurde mir gesagt, 1500 um den Dreh. Und dann können wir gucken, ob wir nochmal auf Damage gehen. Ob das was hilft. Das sehen wir dann. Nee, wahr? Ich mache jetzt extra nicht durchgehend so schnell, damit er uns nicht so schnell ermüdet, weil der Dicke braucht ja schon seine Energie. Die Bagendale durch die Gegend, okay. Wir gehen jetzt, wo genau? Ja, es ist echt hilfreich. Toll. Also auf Dinos kann man nicht auf die Map gucken. Das wäre so ein Ding, das muss noch berichtigt werden. Das ist ein bisschen blöd. Gut. So viel dazu. Wo müssen wir... Wo war das denn jetzt? Ich glaube, es war darüber. Trampeln durch den Wald, ganz still und stumm. Das sind jetzt auch mal random Viecher. Hua. Wie der mit einem Schlag jetzt? Na. Also. Wollte schon sagen. Allein fürs Level Up. So. Hier ist die Meerenge. Und wir wollen uns nun treiben. Ups, an der Küste. Herum. Immer ein bisschen auf die Stamina gucken. Ansonsten wird nichts. Springen kann er nicht. Gerade mal ausprobiert. So, wir gehen jetzt hier auf die Insel und gucken dann, ob wir uns einfach mal an der Küste entlang hangeln und uns dann irgendwo auf der Seite da hinten eine neue Base errichten. Das wäre so ein Ding, was ich jetzt gerne mal machen würde. Eine Base mit Bett, damit wir uns zwischen Dingern porten können. Wenn wir dann endlich auf Level 35 sind, dann können wir auch einige kleinere Sachen, wie Waffen und sowas, können wir dann immer noch da auslagern. Aber das geht natürlich erst, wenn wir unsere Base dort haben, ansonsten würde nicht. Bam! Schön. Hier sind ovale Steine. Die will ich ja schon gerne mal abfräsen. Nach Metall. Aha, Heimmetall. Steine schmeiße ich gleich wieder weg. Flint.
Metall findet man eher in bergigen Regionen. Das hatte ich mir schon vorher angelesen. Titan X hat es aber nochmal unter einem unter dem letzten Video, glaube ich, wo ich exzessiv Metall gesucht habe, hat er das nochmal gesagt. Titan X. Danke für den Hinweis. Ich hatte es schon wieder vergessen. So. Genau. Jetzt schmeißen wir den ganzen Quatsch erstmal wieder raus. Draußen fährt ein Moped lang. Nun laufen wir erstmal. Und gucken, wo wir denn da hinkommen. Endlich betreten wir mal eine andere Insel. Hier gibt es ein paar Dilos. Bergigere Landschaften. Ich schwinge mich auf mein Tank. Allein schon, weil man von hier oben einfach einen besseren Überblick hat. Der kommt jetzt ja wohl nicht auf die Idee, hier stumpf machen zu wollen. Gut, ich habe mir jetzt diese Insel ausgesucht. Auch mit aus dem Grund, dass es dort einen Berg gibt, den man gegebenenfalls erforschen könnte. Das wäre sehr schön. Gut, die Insel hätten wir jetzt auch überprüfen können, aber nee, ich glaube von der Landenge, das wäre zu weit. Das würde ich dem armen Gonzo jetzt nicht antun wollen. Nicht, dass der uns da noch ertrinkt. So, jetzt erstmal rückwärts rangieren. Haben wir schon was Neues von der Map aufgedeckt? Wir müssen jetzt mal runtergehen, gucken. Aha. Da sind wir. Das ist noch ein ganzes Stück. Ich gucke immer so, ob hier irgendwo was ist. Ein Wasserfall. Oh, den möchte ich mir angucken. Am besten treibt sich da jetzt wieder ein dunkles Getier rum, was mich umbringt. Immer mal so ein bisschen in die Runde gucken. Gonzo hat erstmal auch Gewicht abgelassen. Ne, war? Aber hier sind so viele kleine Steine. Kann sich Gonzo ein wenig ausruhen und wir suchen derweil nach Metall. Ach, haben wir aus Versehen einen Baum gehauen, okay. Metall. Mein Flint werden wir auch noch brauchen, das ist gar keine Frage, aber jetzt aktuell gehen wir mal eher auf Metall. Sofern sich das lohnt, dann können wir theoretisch jederzeit wieder drauf gehen. Was machst du denn jetzt hier so eine Welle? Metall. Metall. Mehr Metall. Schwermetall. Und ich bin müde. Kann ich mal ein paar Steine wegwerfen. Drop. Flint Drop. Kein Metall. Ein Metall. Kein Metall. Und unsere Base wird dann diesmal etwas größer. Allein aus Grund, wir haben einen neuen Bereich betreten und man möchte das ja alles mal angucken. Du wartest mal gerade. Mir ist kalt. Ansonsten ist hier jetzt nichts
Interessantes. Sieht nur schön aus. Ist halt ein natürlicher Wasserfall. So. Gut, dann komm mal wieder mit. Es ist mir schon wieder kalt. Was sind das für Temperaturschwankungen? 17 Grad. Was sind denn bitte 17 Grad? Überall so viele kleine Steine. Ist ja wunderbar. So, das sind jetzt auch noch ein paar Spawn-Regionen. Das bedeutet, dass wir jetzt nicht unbedingt auf böse Viecher treffen. Aber jetzt sind wir auch schon mal näher an dem Ding dran. Ist das so ein Obelisk? Ich glaube schon. Ja, hier gibt es Obelisken und da kann man dann manche Viecher kämpfen, die irgendwas bewachen. Wenn man so ein Ding hat, dann hat man so ein Ding. Ich kenne ja auch, was man mit den Obelisken selber anstellt, aber die werden, glaube ich, jedenfalls sehr, sehr stark bewacht. Ey, so viel Flint. Gut, schmeißen wir Flint erstmal wieder weg. Und Steine. Droppen. Droppen. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, ob Flint wirklich so schwer ist, aber wie viel haben wir denn jetzt mittlerweile an Metall? 21, das sind schon wieder 10 Stück. Da lässt sich ein bisschen was draus bauen. Moin, moin. Wir sind die Nachbarn von nebenan. Oh, hier ist aber auch schön. Ich glaube, fast hier will ich bleiben. Ist ja schon sau cool. Achso, das ist wahrscheinlich das Gebiet, wo komme ich denn jetzt am besten vorbei? Gehe ich da einfach rüber? Ich weiß es nicht, aber hm. Mal für Thumbnail? Okay. Also eventuell für Thumbnail, wer weiß. Spaziere ich jetzt mal darüber? Überlegung, überlegen, überlegen. Ich habe das Gefühl, wenn wir auf die Plattform da gehen, dann werden wir angegriffen. Wir versuchen mal oben rum zu gehen. Vielleicht lässt sich ja ein Blick auf etwas erhaschen. Ist aber von der Struktur her ziemlich imposant. Ich weiß gerade nicht, ob das ein sicherer Pfad ist. Mir ist schon wieder warm und ich habe Hunger. Da treiben sich Viecher rum. Okay, das ist wirklich so eine Art Plattform. Ach, von da unten kommt man da rein. Okay. Not bad, aber ich gehe außen rum. Gibt es überhaupt dann außen rum? Hier ist eine feste Struktur, lässt sich nicht kaputt machen. Ja gut, dann versuchen wir mal so außen rum zu gehen. Weil mit dem Obelisk widmen habe ich jetzt nicht vorgesehen. Da kommen wir auch bestimmt nur wegen durch eine Höhle rein, wa? Ernsthaft? Mittlerweile hat man auch eine Anzeige dafür, wie viel der Wassersack noch hält. Ist ja schön. Es hakt. Sonst war ich nur das nur gewohnt, dass das Ding irgendwann leer ist. Das war dann recht blöd. Da ist ein Kanu. Ich guck nochmal von hier oben. Wir sind quasi direkt über dem Eingang. Wir könnten da rein. Jetzt ist da hinten was aufgetaucht. Toll.
Das müsste ich mir jetzt aus wissenschaftlichen Gründen angucken. Ja, stiefeln wir mal eben dahin. Der Typ kriegt ja gerade eh wieder die Krise. So weit ist das ja nicht, ne? Gonzo torkelt hinterher. Gut, dann gucken wir da mal eben nach. Gut, wir gucken da eben nicht nach. Ist mir jetzt auf einer anderen Insel, habe jetzt keinen Bock drauf. Halt, dicker Halt. So, im nächsten Part geht es dann weiter mit der großen neuen Inselerkundung. Ich bedanke mich. Alter, das Ding ist echt imposant. Das muss man sagen. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.